Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zu Y-Faktor, das Backstage-Magazin. Wir sind heute als Gäste hier und haben die Ehre, einige der mitwirkenden Leute zu befragen. Und da ist auch schon einer der Juroren, Jacko Terrence Meyer. Ist das live? Aber klar doch, so live wie die Tagesshow. Ja, also ich will. Also sagen Sie mal, Jacko, wie fühlt es sich an, vor so vielen Leuten die Teilnehmer zu kritisieren? Es ist ganz okay. Was ist eigentlich dran an den ganzen Gerüchten, dass sie sich mit ihren Juroren gefetzt hätten? Da ist eigentlich so gut wie gar nichts dran. Ich meine, Peter und ich sind Bros seit Ewigkeiten und den anderen kleinen Kerl verstehe ich zwar nicht, aber ich spüre eine gewisse Verbindung, die sich langsam zwischen uns aufbaut. Und was ist mit den pikanten Arschfotos, die von Peter aufgetaucht sind? Schämt er sich nicht dafür? Wir haben keine Ahnung, wer die geschossen hat oder wann die entstanden sind. Ich war auch überrascht, als ich die gesehen habe. Werden Sie weiterhin bei Y-Faktor bleiben, auch wenn diese Fotos von Ihrem Kumpel aufgetaucht sind? Diese Fotos wurden ja auch irgendwie auf die Y-Faktor-Seite gepostet und das war irgendwie schon ein Bitch-Move. Aber ich will die Show weitermachen und ich glaube auch Peter wird sich irgendwie einkriegen. Ich meine, das ist ja nur ein Bild, davon geht die Welt nicht unter. Sehe ich auch so. Also danke für Ihren Beitrag. Ich danke Ihnen. Wofür? Kein Plan, ich wollte nett sein. Okay, schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Y-Faktor, das Backstage-Magazin. Und gleich nach der Werbung. Bongaroos schreckliche Vergangenheit? Die Opfer sagen aus nach 10 Jahren Schweigen. Und dann hat er seine Hose ausgezogen und wollte, dass ich den Muffin esse. Das alles ist auf Kanal 6.